Ulbert hatte eine Obsession. Er wollte unbedingt ein bestimmtes World-Item imitieren, und zwar eines, das eine unendlich große Anzahl an Dämonen beschwören kann. Ob es ihm gelungen ist oder eben nicht, jetzt in diesem Video. Nach aktuellem Stand gibt es zwei Test-Items mit dem Namen Armageddon Evil, benannt nach dem Stufe 10 Zauber, den sie ausführen sollen. Der Prototyp ging an Momonga und die goldene Endversion an Demiurg. Diese Statuen ähneln ziegenähnlichen, mehrarmigen, grotesken, religiös erscheinenden Wesen, wobei jede Hand ein Juwel hält. Der Sinn und Zweck war es, das besagte World-Item zu imitieren, nachdem es Ulbert selber nicht finden konnte. Jedes Juwel enthält den Stufe 10 Zauber Armageddon Evil. Kurz gesagt, so ein Zauberspruch beschwört eine kleine Dämonenarmee mit ein paar sehr wenigen, relativ starken Dämonen. Kleiner Funfact, es gibt den Zauber Armageddon Good. Vermutlich macht er eben dasselbe, nur halt eben mit engelartigen Wesen. Aber zurück zum Thema. Der Prototyp hatte nur drei dieser Juwele. Die Endversion, die Demiurg bekommen hat, hingegen sechs. Und hier ist auch das Problem, auf das Ulbert gestoßen ist. Es geht nicht darum, dass das Item nicht mächtig genug oder die Qualität der Dämonen einfach scheiße ist. Es geht um den Cooldown der Zauber. Die goldene Statue kann nur 5 Zauber maximal aktivieren, bis es eine Auszeit nimmt, in der das Item einfach useless ist. Ulbert hat es nicht hinbekommen, irgendwie den Cooldown zu übergehen, auch wenn die Zauber innerhalb der Gems sich wieder aufladen. Man bräuchte schon so etwas wie den Caloric Stone, um Ulberts Wünsche und Vorstellungen umzusetzen, aber ein World-Item für sowas zu opfern ist... meh. Und wenn man einfach mehrere Armageddon Evil gebaut hätte, dann hätte das nichts verändert. Ich meine, der Cooldown bezieht sich ja nicht nur auf das Item. Ende der Geschichte, Ulbert hatte irgendwann keine Lust mehr und hat das Item dann anschließend in Demiurgs Inventar vermutlich vergessen. Zusammengefasst, in Ulberts Augen ist das Projekt Armageddon Evil völlig gescheitert. Für Demiurg hingegen ist es trotzdem ein Beweis für Ulberts Genie und seiner Güte, ihm, Demiurg, so ein wertvolles Item zu hinterlassen. Seine Variante, also die goldene, hat er dann in Staffel 2 gegen den Prototypen getauscht, aber nicht etwa, weil er sich mehr für diese interessiert hat, sondern weil die goldene Version stärker ist. Das Item, also in dem Fall jetzt der Prototyp, wurde nämlich in Reestis gelassen, um der Yaldabaoth-Attacke Glaubwürdigkeit und Sinn zu verleihen. Da ich aber nicht das von mir begehrte Item in die Hände bekommen habe, sage ich mal auf bald. Es wurde in einer 8-Finger-Basis gelassen und das Königreich hat es dann irgendwann mal erbeutet. Aufgrund von massiven Spoilern kann ich zwar sagen, dass Narsek das Item während Volume 14 zurückbekommt, aber ich werde definitiv nicht ins Detail gehen. Das goldene Armageddon Evil konnte in Staffel 2 genau 239 Dämonen in Intervallen beschwören, wobei es mit den schwächsten, aber den meisten anfängt und sich langsam zu den stärksten, aber wenigsten hochschaukelt. In Staffel 2 waren es folgende Dämonen: 128 niedere Unterlevel 10er Dämonen, 64 Level 20er Hell Scythes, 32 Stufe 30 Rotting Demons, 4 Level 40er Suppletions, 4 War Devils auf etwa Stufe 50, 2 60er und 1 Level 70er Dämon, die nicht genauer definiert wurden. Alles ab etwa dem Niveau von 40 wurde nicht in der Schlacht genutzt, weil es einfach zu stark für Menschen ist. Das Ziel war es ja auch auf keinen Fall, so viel zu töten wie möglich oder die Hauptstadt zu vernichten, auch wenn Demiurg bestimmt nichts dagegen gehabt hätte. Das Ziel war es schließlich, die 8-Finger zu unterwerfen und mit dem Angriff eine riesen Ablenkung zu schaffen, damit sie es eben ungestört tun können. Ein paar weitere Vorteile gibt es natürlich auch, wie Momons steigender Ruhm und Bekanntheitsgrad, mehr Ressourcen für Narsek, Menschensklaven, bla bla bla, aber das ist nicht das Thema. Beide Items waren offen gestanden ein Flop. Wenn man keine Raid startet oder großflächig irgendwie kämpft, findet es auch kaum Verwendungszweck. Vor allem, da die wirklich starken Dämonen erst ganz am Ende kommen. Theme sollte sein, die Masse macht's. Leider ist das Item endlich und so auch die Casting Time sowie die Anzahl der Dämonen. In meinen Augen ist das Item zwar unglaublich interessant mit einem sehr eigenen Design und irgendwie ist es auch stark, aber bezogen auf den eigentlichen Sinn dahinter ist das Item faktisch ein absoluter Fehlschlag. Aber wie seht ihr das? Würdet ihr sagen, das Item war ein Flop oder eher ein Erfolg? Naja, mehr habe ich auch nicht zu sagen. Vielen Dank fürs Ansehen. Schaut gerne bei meinen anderen Videos vorbei. Und damit gesagt, bis dahin. Ciao.